Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute in dieser Folge möchte ich euch gern einen Orangenkuchen in der Kastenform zeigen, der luftig ist, saftig ist und natürlich total aromatisch und ganz lecker nach Orangen schmeckt. Dafür benötigen wir einen klassischen Rührteig. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr auch unten in meiner Videobeschreibung nochmal in Ruhe nachlesen. 125 Gramm weiche Butter geben wir in eine Rührschüssel. Dazu geben wir 120 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker und einen Esslöffel selbstgemachten Orangenzucker. Wie man den ganz einfach herstellt, verlinke ich euch oben. Dann verrühren wir die weiche Butter mit dem Zucker. Die Zutaten verrühren wir so lange, bis es eine cremige Konsistenz hat. Und anschließend geben wir jetzt die Eier dazu. Die sollten zimmerwarm sein und nach ein Ei. Der Rührteig würde nicht Rührteig heißen, wenn wir nicht viel rühren müssen. Und das beginnt jetzt hier schon bei den Eiern. Die Eier werden nämlich jetzt nach und nach eingerührt. Jedes Ei sollte für 30 Sekunden eingerührt werden. So wird es ein schöner, homogener Teig. In unserem Rezept benötigen wir 4 Eier. Sind alle Eier im Teig, stelle ich die Küchenmaschine auf höhere Stufe und lasse das Ganze nochmal richtig schön verrühren. Den Teig lasse ich jetzt mal weiter rühren und jetzt kümmern wir uns um das Mehl. Wir benötigen 250 Gramm, am besten gesiebt. Da geben wir jetzt ein Päckchen Backpulver dazu. Und hier habe ich jetzt Bio-Orangen, wo man die Haut verzehren darf. Die wascht ihr erstmal mit heißem Wasser ab. Und jetzt reiben wir das in das Mehl hinein. Und immer nur das Orange, dann das Weiße könnte bitter sein. Ich habe jetzt hier 2 Orangen, eine reibe ich komplett hinein und die andere nur die Hälfte von der Schale. Die andere Hälfte benötigen wir gleich noch später. Die 3 Zutaten werden jetzt erstmal gut miteinander verrührt. Die andere Hälfte von der zweiten Orange reibe ich jetzt in eine extra Schüssel hinein. Die benötigen wir da ganz zum Schluss zum Verzieren über den Zuckerguss. Dann werden beide Orangen einmal ausgepresst. Von den ausgepressten Orangen nehme ich jetzt mal 2 Esslöffel weg, später für den Zuckerguss. Den restlichen Orangensaft von unseren 2 ausgepressten Orangen geben wir jetzt in den Teig hinein. Die trockenen Zutaten kommen jetzt in den Teig. Ich nehme jetzt hier einfach so einen Löffel und gebe es löffelweise dazu. Ich stelle die Maschine auf kleinere Stufe und lasse ihn langsam einrieseln und einrühren. Wenn das Mehl dann komplett im Teig ist, lassen wir es nur noch so lange verrühren, bis es ein schöner Teig geworden ist. Rührt es nicht so lange, sonst wird der Kuchen später speckig und schwer und nicht mehr saftig und fluffig. Der Teig ist fertig, jetzt bereiten wir unsere Kastenform noch vor. Dazu nehmen wir ein Stückchen Butter und fetten die Form ein. Ich nehme jetzt einfach hier zu Hilfe meine Hände, da komme ich in jedes Eck. Dann wird nur noch der Teig gleichmäßig in die Form eingefüllt. Dass der Teig in der Form schön gleichmäßig ist, schüttle ich ihn jetzt, klopfe ihn und schiebe ihn ein wenig hin und her. Den Kuchen geben wir dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 45 Minuten. Macht nach der Backzeit bitte eine Stäbchenprobe. Den fertig gebackenen Kuchen lassen wir kurz in der Form abkühlen,
geben ihn dann auf ein Abkühlgitter und lassen ihn einmal komplett auskühlen. Mit 100 Gramm Puderzucker und den 2 Esslöffeln Orangensaft machen wir jetzt den Zuckerguss. Dazu rühren wir einfach den Orangensaft ein, dass ein zähflüssiger Guss entsteht. Zum Glasieren des Kuchens nehme ich jetzt ein Backblech, darunter habe ich eine Dauerbackfolie. Dann stelle ich das Kuchengitter drauf und jetzt gebe ich einfach den Guss darüber. Die Orangenschale noch über den nassen Guss verteilen und dann ist der Kuchen fertig. Den Orangenzuckerguss lassen wir dann nur noch antrocknen. Und dann können wir ihn auch schon anschneiden. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken dieses aromatischen, leckeren, fluffigen Kastenkuchen mit Orangen. Vielen Dank für eure Zeit und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder vorbeischaut. Hier bei Erika Selbstgemacht. Servus!